Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Begegnung von Marcia Worms TSG Balingen. Sie endete vor 931 Zuschauern 3:0 für unsere Wormatia. Ich begrüße recht herzlich Gästetrainer vom TSG Balingen, Martin Braun, und unser Trainer Peter Tretter. Ja, Herr Braun, wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Guten Abend zusammen. Erstmal Gratulation an Peter und Wormatia Worms zum verdienten Sieg. Wir waren heute sehr offensiv aufgestellt, weil uns heute 5 defensive Stabilisatoren ausgefallen sind. Und von dem her war mir klar, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir schaffen es dann mit dieser sehr offensiven Aufstellung gut, auch gute Ballbesitzphasen zu haben und dann ab und zu gefährlich zu werden und trotzdem hinten stabil zu sein. Und das haben wir die ersten 20 Minuten eben nicht gut gemacht. Vielleicht auch ein bisschen, weil es dann doch viele Umstellungen waren, aber eigentlich dort, wo wir normalerweise eine Stärke haben, gutes Umschaltspiel, gutes Zweikampfverhalten, aufmerksame Defensivarbeit, das haben wir nicht gut gemacht. Worms hat es gut genutzt, hat 2-mal die Situation sehr gut ausgespielt, 2-0 geführt. Danach war es dann nachvollziehbarerweise schwierig. Mit der zweiten Halbzeit kann ich leben. Das war dann klar, dass es schwierig wird, weil Worms gut verteidigt hat, gut organisiert war. Wir haben es trotzdem ordentlich gemacht, 3-4 Halbchancen. Und wenn du halt dann hier nochmal zurückkommen willst, musst du eine machen. Das haben wir nicht geschafft. Und am Ende haben wir dann auch verdient verloren. Und wie gesagt, Enttäuschung ist natürlich schon da, aber natürlich in unserer Situation hält sich die in Grenze. Und ich hoffe einfach, was ich letzte Woche auch schon gesagt habe, dass so jetzt nochmal die leicht Angeschlagenen jetzt die nächsten 1-2 Wochen zurückkehren, damit wir dann einfach wieder nochmal so aufgestellt sind, dass wir nochmal richtig gute Spiele machen können. Peter und der Wormatia, alles Gute. Vielen Dank. Peter, erstmal Glückwunsch zum Sieg, dein Statement. Ja, guten Abend auch von meiner Seite und danke Martin für die Glückwünsche. Ja, vor 14 Tagen habe ich hier gestanden und habe meine Mannschaft zerfleischt und zerkleinert. Heute haben sie mir ein anderes Gesicht gezeigt. Die erste Frage, die ich vorhin gestellt bekommen habe, als ich hierhin kam, wie hast du das gemacht in den letzten 14 Tagen? Wir haben wirklich viel gesprochen innerhalb des Teams, viele Einzelgespräche geführt, viel den Teamgeist eingeschworen und die Früchte haben wir jetzt letzte Woche und heute auch getragen. Ich glaube, wir haben heute die beste erste Halbzeit gespielt, seit ich hier bin. Dem Gegner wenig angeboten, Umschaltmomente genutzt, 2 überragende Tore rausgespielt. Mussten dann nach der Pause ein bisschen leiden, weil der Gegner, ja, der steht auf Platz 4, sollte man nicht vergessen, viel Ballbesitz hatte. Trotzdem in den Zonen, wo es uns wehtut, eigentlich nicht wirklich hinkam. Und dann macht Luis dann das 3-0 in der Phase, wo es dann entschieden war. Also heute ziehe ich den Hut von meinem Team. Kämpferische Leistung okay, läuferische Leistung okay, Teamspirit okay. Man hat gesehen, die Mannschaft lebt, man hat gesehen, der Verein lebt. Das wäre für uns auch wichtig. Viele Fans, die uns unterstützt haben heute, wünschen wir uns auch nächste Woche in Homburg. Wie gesagt, wir bleiben demütig. Wir wissen, wo wir herkommen. Trotzdem haben wir heute gesehen, dass eine Mannschaft da ist, die bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpft. Und eins kann ich Ihnen versprechen, das werden wir tun. Danke. Dankeschön, Peter. Gibt es Fragen der Presse? Peter, ich nehme an, dass nach dem Koblenz-Spiel vor dem Frankfurt-Spiel auch schon viel Gesprächsbedarf bestand, ihr auch schon viel geredet habt. Was war jetzt der Unterschied vor den letzten beiden Spielen? Ich glaube, dass der Druck auf den Spielen gegen Koblenz und gegen Freiberg ziemlich hoch war auf dem Team. Und ich glaube, wir konnten mit dem Druck da nicht ganz so umgehen. In den letzten beiden Partien, Aalen und auch heute gegen Balingen, habe ich die Jungs wieder auf den Weg begeben, einfach rauszugehen und ihre Leistung abzurufen, ohne irgendwie Druck aufzubauen, ohne irgendwie auf die Tabelle zu schauen, ohne irgendwie ein Ergebnis vorzugeben oder einen Sieg vorzugeben. Und ich glaube, dass die Jungs so besser mit der Situation umgehen können, wie die Wochen davor, wo immer, ja, du musst heute gewinnen und so. Glaube ich, haben wir den Jungs einen Gefallen getan, um den Druck ein bisschen wegzunehmen. Und wie die Jungs performen können, haben wir mal gesehen. Gibt es weitere Fragen?
Das scheint nicht der Fall zu sein. Da bedanke ich mich. Wünsche Ihnen noch einen guten weiteren Rundenverlauf. Viel ist es ja nicht mehr, aber trotz alledem kommen Sie gut nach Hause. Peter, es geht weiter beim FC Homburg. Und das war die Pressekonferenz nach der Begegnung von Marcia Worms TSG Balingen. Sie wurde Ihnen präsentiert, wie immer, von Rowe Motoröl. Tschüss.